Moin zusammen. Wir haben das jetzt Anfang Februar. Draußen ist ziemlich lausiges Wetter. Wir haben 4 Grad Luft, 4 Grad Wasser und einen ziemlich harten Wind aus Nordwest. Und ich sitze hier drinnen im Warmen und überlege mir, was ich in Sachen Fliegenfischen dieses Jahr an der Küste so anstellen kann. Und da habe ich eine ganz gute Idee, wie ich finde. Und die hat mit diesem Buch hier zu tun. Und das stelle ich euch jetzt gleich mal vor. Der eine oder andere unter euch wird das Buch vielleicht kennen. Der Autor ist ein dänischer Fliegenfischer namens Thomas Winge. Und dieser Thomas Winge hat Mitte bis Ende der 90er Jahre eine beachtliche Sammlung von Küstenfliegenmustern zusammengestellt. Und die hat er in diesem Buch veröffentlicht. Und wir schauen uns jetzt mal eines meiner Lieblingsmuster an. Und dazu gehen wir einmal auf die Seite 159. So, da haben wir es. Das ist der Juletree, zu Deutsch Weihnachtsbaum. Manche sagen spöttisch, das ist ein Stück Plastikmüll. Ich finde, das ist eine sehr, sehr fängige Fliege. Und wenn ihr mal sehen wollt, was die kann, dann klickt ihr mal oben in die Infobox. Hier haben wir noch ein weiteres sehr schönes Muster mit dem wohlklingenden Namen Morgenkaffen, zu Deutsch Morgenkaffee. Und zu jeder Fliege gibt es eine kleine Materialliste, keine Bindeanleitung, wohlgemerkt, und ein bisschen Hintergrundinfo zur Fliege selbst und zu demjenigen, der sich die Fliege mal ausgedacht hat. Jetzt aber zurück zu meiner Idee. Ich habe mir für dieses Jahr überlegt, dass ich mir einfach zufällig irgendwelche Muster aus diesem Buch heraussuche, die mit den Materialien, die ich habe, versuche nachzubinden. Und dann fische, und zwar so lange, bis ich damit auch wirklich einen Fisch fange. Jetzt habe ich was gesagt, das so gar nicht stimmt, nämlich, dass ich die Fliegenbinde. Zugegebenermaßen bin ich ein ziemlich lausiger Fliegenbinder. Mein guter Freund Björn, der kann das deutlich, deutlich besser. Und aus dem Grund werden wir ihm das aufdrücken und ihn morgen besuchen fahren, und zwar in... Okay, Björn, ich zähle, du sagst Stopp. Mach ich. So, wir fangen an mit 16. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Stopp. 48. Gut, dann gucken wir mal, was wir auf 48 haben. Sort Sanga? Ja. Oder nur Küst Sanga? Na, ich würde sagen, wir nehmen den hier. Versuchen wir. Okay, kriegen wir das hin von den Materialien? Ich lese mir das gleich durch, ich denke aber schon, ja. Okay, so, fangen wir an. So, was brauchen wir für die Fliege? Einmal rote Bindeseide, haben wir. Dann brauchen wir sogenannten Tinsel, haben wir auch, leider begrenzt. Als Alternative haben wir dann noch das, sollte es nicht reichen. Gecheckt. Ein Haken, ganz so lang haben wir nicht leider. Wir nehmen etwas kürzeren Küstenhaken, sollte gehen. Dann brauchen wir hier diese Kaninchenhaarstreifen, haben wir auch in schwarz, das ist super. Für den vorderen Bereich hier benötigen wir eigentlich schwarzes Rehhaar. Leider haben wir das nur in olivgrün, da wir bei der Farbe bleiben möchten. Nehmen wir hier als Alternativmaterial Goat Hair, also Ziegenhaar. Das kriegen wir von der Optik her genauso hin, aber es hat ein bisschen andere Eigenschaften. Aber wir wollen ja hauptsächlich bei der Optik bleiben. So, los geht's. Björn, walte deines Amtes. Okay, Björn, ganz kurz, erklär mal, was du gerade machst. Ja, ich habe meinen Haken eingespannt. Größe 4, ohne Widerhaken, Streamerhaken. Dann habe ich jetzt meine Bindeseide den Anfang angewickelt. Und jetzt wickel ich mit losen Wicklungen nach hinten. Okay. Ans Ende. Dann binde ich jetzt meine Rippung ein. Im Original wird das Kaninchenfell
nur hinten und vorne eingebunden. Es hält aber besser, wenn man noch eine Rippe macht, die durch das Kaninfell geht. Aus was ist die Rippe jetzt? Also was ist das für ein Material? Das ist auch ein Tinsel. Das nennt sich Ovaltinsel. Das binde ich jetzt bis nach vorne mit ein. Eigentlich nur, damit ich einen gleichmäßigen Untergrund kriege. So, dann mache ich den Körper aus flachen Mühlertinsel in der Farbe Gold. Mühlertinsel ist zweifarbig, eine Seite Silber, eine Seite Gold. Okay, zeig das mal in die Kamera so ein bisschen, wenn du kannst. Nee, ein bisschen höher. Das wäre jetzt die goldene Seite und die silberne Seite. Okay, ist zu erkennen. Und welche Seite wollen wir nach außen? Wir nehmen die goldene, weil der Zonker mit goldenem Körper gebunden ist. Okay. Und damit ich einen sehr, sehr gleichmäßigen Körper kriege, kostet zwar mehr Material, fange ich damit an, ihn vorne einzubinden. Der vordere Teil der Fliege wird ja aber sowieso abgedeckt mit dem Ziegenhaar. Deswegen fange ich hier so knapp einen Zentimeter hinter dem Auge, hinter dem Öhr an. Wickel ihn nach hinten, ohne zu überlappen, weil das Material nicht elastisch ist. Und sobald ich hinten angekommen bin bei meiner Rippung, binde ich ihn wiederum nach vorne. Das gibt dann einen sehr gleichmäßigen, goldfarbenen Körper. Den binde ich jetzt mit meiner Bindeseide fest. Und schneide das überstehende Ende ab. So. Das wäre jetzt der goldene Körper. Okay. So, was müssen wir jetzt machen? Jetzt muss ich, damit ich nicht wieder über den Körper mit meiner Bindeseide gehe, mache ich jetzt einen Whip-Finish-Knoten. So, löst sich der nicht mehr. Setze ich meine Rippe so ein bisschen nach vorne und da die Fliege ein rotes Ende hat und mit der Bindeseide das Zonkerfell abgebunden ist, mache ich das auch bei diesem hier. Man könnte eigentlich auch den Zonker nur mit der Rippe einbinden. So. Jetzt suche ich mir einen passenden Zonker aus. Nicht zu breit geschnittenes Fell. Wie lang nimmst du den, Björn? Auf jeden Fall so lang, dass ich noch ein Stück vom Fell und von der Haut am Ende übrig habe. Okay, also das Buch gibt keine Maße vor. Nein. Das ist so ein bisschen Erfahrung und was man so sieht auf dem Bild. Auf jeden Fall nicht zu kurz. Ich muss den da vorne auch noch einbinden können. Okay, macht das jetzt was aus, dass der verdreht ist? Eigentlich nicht, aber es ist natürlich so ein bisschen, ich suche mir einen anderen aus. Das ist jetzt nicht ganz so. Genau, nicht, dass ich am Ende dann nichts fange mit dem Zonker, nur weil der verdreht ist, das geht ja natürlich nicht. Ich glaube, der Meerforelle ist das wohl egal. Aber wir wollen ihn ja schön binden. Es ist immer am leichtesten, wenn man die ganz weichen Kaninchenhaare anfeuchtet. Wenn ich sie anfeuchte, dann kann ich sie auch mit meiner Duffingnadel, die hier vorne liegt, kann ich die Haare teilen. So, jetzt habe ich das Fell leicht feucht gemacht. Dadurch habe ich die Haare trennen können und habe jetzt einen freien Einbindungspunkt.
Ich kann jetzt, ohne die Haare abzubinden, den Zonker einbinden. Und da der hintere Teil der Fliege gerne einen deutlichen roten Punkt haben soll, kann ich ihn auch wirklich sehr, sehr gut abbinden. So. Und man könnte jetzt mit einem Whip-Finish-Knoten das Ganze verknoten, hier hinten, und abschneiden. Wesentlich einfacher ist es doch mit Sekundenkleber. Ich lasse ihn jetzt ganz kurz eintrocknen, damit die Haare jetzt auch nicht vom Sekundenkleber verunreinigt werden und steif werden. Ja, dann würde ich mal sagen, holen wir uns mal kurz einen Kaffee und lassen das trocknen, ne? Das machen wir. Gut. So, Björn, Kaffee getrunken. Weiter geht's. Wo stehen wir denn? Ist das jetzt trocken? Also, der Sekundenkleber ist total eingetrocknet. Ich habe jetzt hier meine Kaninchen, Zonkerhaar, habe ich jetzt an einer Stelle fixiert, eingebunden. Ich habe hier noch ein bisschen Bindeseide hängen. Die kann ich einfach mit einem sehr scharfen Messer dicht abtrennen. So. Jetzt möchte ich diese Rippung durch das Kaninchenhaar rippen, damit ich einen besseren Halt kriege. Dazu muss ich aber als erstes die Bindeseide wieder vorne anbringen, damit ich meine Rippung gleich abbinden kann. Das heißt, ich mache wieder einen selbst schließenden Knoten. Das heißt, die Bindeseide ist am Ende nur dazu da, um deinen Draht zu fixieren vorne. Okay. Ja. Jetzt muss ich meine Zonkerhaare so ein bisschen einnässen, damit ich auch mit meiner Dubbingnadel richtig schön die Haare trennen kann, ohne dass sie jetzt mit eingebunden werden. So kann ich sie richtig schön teilen. Dann kann ich jetzt mit meiner Rippung, die ich hier am Anfang eingebunden habe, ich muss jetzt aufpassen, dass ich den Zonker nicht mit rumdrehe. Allerdings habe ich festgestellt, das Einfachste ist, wenn ich jetzt erstmal den Zonkerflügel hier vorne fixiere mit meiner Bindenseide, damit mir da nicht abhaut. Das heißt, ich ziehe ihn jetzt so stramm wie möglich, binde ihn ab. So. Na, da hängt irgendwas hier. Kann ich den überstehenden Teil abschneiden. Gehe ich noch ein bisschen nach hinten hier. So, wir wollen auch einen schönen, kräftigen Kopf noch haben. Jetzt kann ich allerdings anfangen, den noch zu rippen, damit der auch am ganzen Körper abgebunden ist, der Zonkerstreifen. Und da muss ich aufpassen, dass ich nicht den ganzen Streifen mit rumdrehe, sondern dass er fixiert oben aufliegt. Jetzt teile ich wieder so ein paar Härchen hier. Okay, mit meinem. Was ist das jetzt so für ein Abstand zwischen den Rippungen? Millimeter oder so? Oder? Nö, das sind schon 3-4 Millimeter. So wie eine Rippung, ne? Dass man auch wirklich sieht, dass das gerippt ist. Ein bisschen nass. Teile jetzt wieder die Haare. So.
richtig schön stramm. Du hast vorhin gesagt, das kann man auch mit Squirrel Fell machen, weil sich das Kaninchenfell zu sehr vollsaugt, ne? Nee, das Squirrel, das saugt sich genauso voll, es ist nur kürzer und es sind für kleinere Fliegen eigentlich. Ach so, okay. Die Streifen sind dünner und die Haare sind wesentlich kürzer. Also bei kleineren Fliegen ist Kaninchenhaar viel zu lang. Also da ist Eichhorn ist top, also Squirrel. So, wir wollen ja jetzt nach Buch bauen und auch später fischen, deswegen haben wir ja Kaninchen. Und als das Buch rauskam, da war Kaninchenfell sehr, sehr angewandt. Das Eichhorn ist erst viel später gekommen. Das Fliegenbinden hat sich ja gewaltig entwickelt die letzten 20 Jahre. Und das Buch von Thomas Winge ist ja von 99. Das heißt, es ist auf dem Markt sehr viel passiert. Aber die klassischen Muster haben immer noch ihren Reiz, finde ich. So, jetzt habe ich die Rippen abgebunden. Jetzt werde ich auch noch den Rest so ein bisschen abbinden hier vorne, um eine schöne glatte Fläche zu kriegen. So, jetzt habe ich im Prinzip mein Kaninchenfell eingebunden. Habe unten noch leicht meinen goldenen Körper. So, und jetzt machen wir was etwas anderes. Normalerweise nach dem Muster, das übrigens von Jan Grünwald ist, ein sehr bekannter dänischer Lachs- und Meerforellenguru, der in den 80ern besonders das Lachsfischen und das Meerforellenfischen an der Küste gepusht hat und entwickelt hat. Der hat das Muster entwickelt, habe ich gerade festgestellt beim Nachlesen. Ursprünglich soll man Rehhaar verwenden. So, zeig das nochmal. Also man sieht das gebunden wie ein richtiger, wie nennt man das, ein Mattler. Ich habe es leider nicht in Schwarz, deswegen nehme ich Goat Hair, das heißt von der Ziege, von Ziegenkitzen, ist nicht ganz so steif. Es ist auch nicht so hohl wie Rehhaar. Deswegen binde ich es anders ein, aber ich werde einen ähnlichen Kopf kriegen. Ich habe jetzt mein Bund Haare. Tue ich jetzt hier rein. Jetzt kann ich es noch richtig schön verteilen. Was kostet so eine Klemme? Nur mal so interessehalber. Oh, ich schätze mal, die hat so 20, 30 Euro gekostet. Es gibt aber heute viele aus Plastik. Man kann auch so Papierklemmen kaufen, also die viel billiger sind, als die Papiere halten jetzt. Hauptsache man hat etwas, was auf 3, 4, 5 cm Haare halten kann. Ich versuche so ein bisschen zu verteilen. So sieht es dann aus. Dann kann ich sie ein bisschen kürzen, damit sie mir nicht die ganze Fliege verdecken. Jetzt habe ich hier so ein Bunthaar. Jetzt mache ich mir eine Dubbing-Schlaufe, das heißt, ich mache mir eine Schlaufe mit meiner Bindeseide, damit ich in die Schlaufe die Haare einlegen kann und verwickeln kann. Okay, wie lang muss die sein ungefähr? Naja, also ich habe immer so ein bisschen gerne ein bisschen Platz, also ja, Minimum diese 4 cm. Ich habe sie jetzt hier ein bisschen länger, damit ich größeren Platz zum Arbeiten habe. Dann werde ich hier oben die Schlaufe fixieren. Ich habe hier jetzt einen Dubbing Twister, das heißt ein Gerät, in das ich meine Dubbing Schlaufe einhängen kann. Und dadurch, dass er sehr leicht dreht, kann ich damit die Schlaufe verdrallen, damit mein Material festhält. Dann lege ich das in die Schlaufe rein, schließe die Schlaufe und lasse los. Und damit dieses Material jetzt in alle Richtungen verteilt wird und auch in der Schlaufe hält, verdralle ich jetzt die Schlaufe. Und jetzt fängt das an, richtig sich zu verdrallen. Die Ziegenhaare werden jetzt so in alle Richtungen
verteilt. Okay, und das ist das, was wir wollen nachher für den Körper, dass es in alle Richtungen absteht. Für den Kopf, ja. Genau, für den Kopf, ja. Genau. Jetzt kann ich, indem ich die Haare jetzt zurückstreiche, nach jeder Umdrehung, kann ich mir einen sehr fluffigen Kopf bilden, den ich gleich auch zurechtschneide. Und dann hat man eigentlich den gleichen Effekt wie ein Mattlerkopf, außer dass man Haare hat, die eher, und eine Fliege hat, die eher sinken, schneller eintauchen als ein Mattler. Also ein Mattler wäre jetzt eine Fliege mit Rehhaar sozusagen. Ja, und okay. Der würde mehr Auftrieb haben als jetzt diese. Durch die hohlen Fasern, ja. Okay. Also Mattler hat man ursprünglich sehr viel benutzt für Oberfläche und Trockenfliegen teilweise und schwimmende Lachsfliegen, Bomber. Und das kann man jetzt aber auch mit Substitutmaterialien erreichen. Genau, für die, die es nach Buch und nach Original machen wollen, bitte Rehhaar. Wir wollen es gerne in Schwarz machen, das ist uns jetzt wichtig. Deswegen gehen wir hier auf das Alternativmaterial. Und es ist eigentlich auch ein Vorteil, dass das Material etwas saugt und schneller unter die Oberfläche geht. Genau, die Dicken sitzen unten, Björn, oder? Ja, und vor allem der Effekt eines Mattlerkopfes ist eigentlich auch eher das, dass er sehr viel Wasser verdrängt. Das tut dieses Material aber auch. Dadurch, dass es ja genauso aufträgt wie ein Mattlerkopf. Ich sehe aber, dass ich ein bisschen zu wenig Material habe. Das heißt, ich wiederhole es noch mit ein bisschen Material. Bist du da? Das ist jetzt wieder verteilt. Ich mache mir jetzt eine neue Dubbing-Schlaufe. Und lass mal einen Dubbing-Twister jetzt richtig schön rotieren, damit ich die Haare auch schön fixiere. Und dann kann ich das Ganze nochmal wiederholen. Ja, habe meine Dubbing-Schlaufe natürlich wieder etwas zu lang gemacht, aber wir haben ja Zeit. So, und jetzt werde ich die Haare wieder dicht an die hervorgegangenen Haare legen, schön zurückstreichen nach jeder Umdrehung, damit ich einen schönen dichten Kopf erhalte. So, und zum Schluss binde ich jetzt meine Dubbing-Schlaufe richtig schön ab, während ich weiterhin alle Haare so gut wie möglich versuche nach hinten zu ziehen, um Platz für einen Kopf zu haben, für einen Abschluss. Jetzt ist der Kopfknoten, denke ich mir mal, getrocknet. Kein Sekundenkleber, der mehr in die Haare gesaugt wird. Und jetzt fange ich langsam an, die Haare zu kürzen, ohne vom Kaninchenstreifenmesser abzuschneiden. Gut, wo wollen wir hin von der Form? Ja, wir werden nicht die ganz runde Form kriegen, ja, aber wir werden schon einen Kopf kriegen, der leicht, denke ich mir mal, konisch ist. Und der ein bisschen Wasser verdrängt. Ja, ich fange mal so leicht an. Erstmal die zu beschneiden. Ein bisschen von unten. Erstmal, man sollte nicht zu schnell damit anfangen, denn man kann immer mehr abschneiden, aber wieder was zupacken geht nicht. Und
Nee, bei Reha wäre das jetzt wahrscheinlich ein bisschen dichter, ne? Das ist ja so. Kann man es dichter. Man könnte das jetzt auch doch dichter binden und ein bisschen enger machen, aber das sieht schon gar nicht schlecht aus hier. Das sieht schon ganz vernünftig aus hier. Und je kürzer die werden, desto steifer wirken die Haare natürlich. So, jetzt habe ich schon fast eine Kugel. Es ist natürlich leichter, das in der Hand zu machen. Das heißt, ich werde sie gleich mal aus dem Bindestock nehmen. So, jetzt versuche ich sie so ein bisschen in der Hand noch ein bisschen abzuschneiden. Von oben, von allen Seiten gucken, damit sie auch so symmetrisch wie möglich gehalten wird. Einige Fliegenbinder bevorzugen eine Schere mit abgerundeter Spitze. Die habe ich leider nicht. Also muss ich. Was ist daran jetzt besser, eine abgerundete Spitze zu haben? Ich kann ja der natürlichen Kurve der Schere folgen. Ach so. Ich kriege einen runderen Kopf oder leichter zumindest. Ne? Ich weiß, was du jetzt mit rund meinst. Ich habe an was anderes gedacht. Okay. Die Schneide ist abgekrümmt. Gekrümmter Spitze, Schneide oder wie man das nun nennt auf Deutsch. Wie gesagt, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, je mehr Zeit man sich dafür nimmt, desto gleichmäßiger kriegt man natürlich den Kopf. Ich denke mir, dass wir jetzt hier mit diesem Resultat ganz gut leben können. Vielleicht, Björn, zeigen wir nochmal das Bild hinten im Hintergrund, dass wir es ein bisschen vergleichen können. Okay, so, da haben wir unseren Sword Zonka. Von Jan Grünwald ursprünglich. Genau, ich finde, unser ist hinten ein bisschen kurz geraten. Der sieht ein bisschen voluminöser aus, der im Buch, aber ist egal. Ja, der ist sehr kräftig. Genau, sehr kräftig. Wir werden trotz nicht ganz so kräftigen Schwänzchen eine Meerfreude damit fangen, hoffe ich. Versuch kommt demnächst. Okay. Alles klar. Tschüss zusammen. Vielen Dank, Björn. Ja, bis zum nächsten Mal. Nee, keine Ursache. Petri, heil, ne? Danke.